stets hell für Gottes Auge sein. Es muss 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 stets hell für Gottes Auge sein. Ich gehe weiter und dann komme ich an einen Park. Dort scheint es dunkel, keine Leuchte, so wie ich es mag. Ich denke wunderbar und gehe ganz schnell hinein. Da schaltet wer eine Taschenlampe ein. Eine Stimme sagt zu mir, junger Mann, bleiben Sie mal stehen. Ich denk noch Arschlecken und will gerade weitergehen. Ein Mann in Uniform mich nach meinem Ausweis fragt. Pack mich, zieht seine Knarre und er sagt: Personenkontrolle. Stellen Sie sich mit mir sich zur Wand. Wenn Sie kooperieren, haben wir das auch beide schnell hinter uns. Was machen Sie überhaupt hier in Düstern? Sie wissen doch, es muss stets hell für Gottes Auge sein. Es muss stets hell für Gottes Auge sein. Hin und her lässt er mich endlich weitergehen. Ich denk, verfluchte Scheiße, nein, ich will kein Licht mehr sehen. Ich fange an zu rennen, denn ich will nur noch nach Haus. Wenn's Nacht wird, geh ich einfach nicht mehr raus. Noch 50 Meter sind es dann bis zu meiner Tür. Eine Laterne sagt, ey Alter, ich kann nichts dafür. Dann bin ich froh, endlich zu Hause zu sein und schalte erstmal meine Lampe ein. Denn ich weiß, es muss die Zeit für Gottes Auge sein. Es muss stets hell 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 für Gottes Auge sein.